Pauls Wahllokal schließt pünktlich auf die Minute. Anders als Wahlzeugen und Vertrauenspersonen nimmt Paul als Wahlbeisitzer aktiv an der Stimmenauszählung teil. Aber worauf kommt es dabei an? Schauen wir mal Paul über die Schulter. Bevor es losgeht, müssen die Zahl der amtlich ausgegebenen Stimmzettel und andere Eckdaten der Wahl zu Protokoll gebracht werden. Achtung, Paul! In deinem Wahllokal werden nur Stimmen der Urnenwahl ausgezählt. Abgegebene Wahlkarten werden ungeprüft verwahrt und später an die Bezirkswahlbehörde weitergeleitet. Wahlkartenwähler wurden am Schluss des Wählerverzeichnisses vermerkt. Erst jetzt werden die Stimmzettel aus den Kuverts genommen. Kuverts ohne oder mit mehreren Stimmzetteln müssen protokolliert werden. Nun wird nach Kandidaten sortiert. Stimmzettel, die ziemlich sicher ungültig sind oder bloß zweifelhaft, werden separat gesammelt. Über jeden einzelnen davon kann Paul später abstimmen lassen, was immer vermerkt werden muss. Am Ende werden die ungültigen Stimmzettel fortlaufend nummeriert. Aber wann ist ein Stimmzettel gültig und wann nicht? Die Faustregel: Der Wählerwille muss eindeutig erkennbar sein, wie zum Beispiel hier oder hier und sogar hier. Ungültig, weil nicht eindeutig, sind beispielsweise so ausgefüllte Stimmzettel oder so, genau wie alle nichtamtlichen Stimmzettel. In Streitfällen wie diesem sollte Paul unbedingt vom Wahlleiter eine Abstimmung verlangen. Zweifelhafte Stimmzettel und Abstimmungen werden in jedem Fall protokolliert. Der Wahlleiter darf nur bei Stimmengleichstand mitentscheiden. Verweigert der Wahlleiter eine Abstimmung oder die Protokollierung eines zweifelhaften Vorgangs, macht sich Paul Notizen und unterschreibt die Niederschrift am Ende nicht. Weiß er einmal nicht weiter, kann er seine Wahlfibel zur Hand nehmen. Hier findet er auch Hotlines zu Experten, die im Zweifelsfall telefonisch helfen. Nachdem das Ergebnis der Auszählung weitergemeldet wurde, kommen alle gültigen und ungültigen Stimmzettel in gesonderte Umschläge. Diese werden versiegelt und entsprechend beschriftet. Paul und seine Kollegen sollten sich versichern, dass auch die Anzahl der Wahlkarten korrekt festgestellt wird. Paul muss sich sicher sein, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Zudem müssen jede Abstimmung und jeder Einwand protokolliert sein. Nur dann unterschreibt Paul die Niederschrift. Und jetzt darf er gespannt sein, wie gewählt wurde.